Alles klar, beenden wir den Zug. Mal wieder. Mal wieder hier. Oh, 8-8. 8-8. Wollen wir verteidigen? Ich weiß nicht, ob es hinhaut. Bei 8-8, jetzt bei gleich bin ich mir unsicher. Okay. War das Risiko wert. Okay. Okay, wen wollen wir als nächstes machen? Orks oder Space Marines? Sagen wir es mal so. Die Space Marines gehen mir hier auf den Sack. Vor allem... Das Gemeine ist gerade, dass die mir hier... Das Spawn wird echt immer lauter. Das Gemeine ist, dass die mich hier... Das ging jetzt die ganze Aufnahme. Die fast 3 Stunden. Das gibt's doch einfach nicht. Aber gut. Ich werde das heute genau auf, wenn ich mit Aufnehmen aufhöre. Gut, ich glaube, ich würde als nächstes am liebsten sogar tatsächlich Gorgas machen. Oder wir machen die Space Marines weg. Nee, kommt. Wir machen die Space Marines weg. Die nerven mich gerade mehr als Gorgas. Okay. Ja, dann würde ich mal sagen... Kommen wir von hier aus darüber? Na gut, wir können von hier aus dahin, aber da. Was kriegen wir hier? Nochmal Gruftkriege. Warum eigentlich nicht, oder? Kommt, holen wir uns noch das Gebiet hier. Früher oder später wollen wir uns bestimmt eh holen. Holen wir uns alle Gruftkriege mit, nehmen wir Extinktoren mit, Abträume, Pariahs. Und noch einen kleinen Aktivierungskern. Alles klar. Hauen wir ihn hier weg, der stört. Jurassischen Ebenen. Ja, eben. Nein. Wo war denn hier der Gegner? Ich gucke einfach mal in die Richtung. So, dort nehmen wir hier mal ein. Ich kann mich erinnern. Ich kann mich erinnern, als wir mit den Tau hier waren. Da unten waren sie. Zumindest eine. Der Gegner hatte wieder 2 Basen. Aber eine Basis kriege ich hier unten. Ich erinnere mich, als wir mit den Tau hier waren. Als wir die doch mit unseren... Die haben wir doch mit unseren Geistkampfanzügen da unten niedergemoscht. Erinnerungen kommen hoch. Ach, die guten alten Zeiten und so. Boah, fuck, hat Lordi jetzt einen Affenzahn. Ja, das ist nett geworden. Durchaus. Komm, machen wir gleich noch ein paar mehr Bauskarabäen. Holen wir uns gleich noch das Archiv. Hallo. Fuck, kriegen die Schaden. Hier machen wir jetzt die ersten paar Generatoren. Uiuiui. Hi. Die Pariahs kommen ein bisschen noch hinterher, aber der Rest schleicht und schleicht. Los, meine Oh, da kommt Thule persönlich da entgegen. Stimmt, wir kriegen jetzt weniger Schaden durch Fernkampfangriffe mit Lordi. Von daher ist es gar nicht mal so schlimm. Aber die Pariahs fressen noch gut. Extinktoren da drauf. Nicht, müssen wir erst hier erweitern. Oh nö. Och Mann, wie ich es hasse, wenn der Gegner gut, wenn der Gegner waschen muss. Ich bin da nicht besser, was das angeht, aber trotzdem. Muss doch nicht sein. Okay, wisst ihr was? Ihr geht zurück. Und bittet sie freundlich zu gehen. Es sind halt Landspeeder. Dann doch in gewissem Maße problematisch. Die machen halt Schaden. Was zum Teufel? Was machst denn du hier?
gibt es doch nicht. Rückzug. Pariahs zurückziehen. Ja auch. Lordi und die Extinktoren schaffen das schon. Aber hier müssen wir jetzt ordentlich verteidigen. Wir werden hier überrannt. Shit. Okay, weiter. Jo, das kriegen die super hin. Nicht kaputt machen lassen. Puh, ging ja gerade noch mal gut. Komm, mach die weg, die stören. Aber der Beschuss durch Fernwaffen ist wirklich arschmäßig gesunken. Hier, wir gehen gar nicht mal runter. Das ist übel. Ich habe früher gewusst, wie gut das ist. Gut. Jetzt würde ich gerne hier... sichern. Ork-Musik. Meine Güte, ey, das ist unglaublich. Das Rumgebohre. Vielleicht gibt es doch wieder den einen oder anderen, der es nicht hört, aber ich glaube, es ist laut genug, dass man es vernimmt, wenn man ein bisschen zuhört. Was wirklich sehr, sehr schade ist. Ich hasse es, wenn solche Störgeräusche kommen. Ich habe sowieso sehr wenige Tage, an denen ich störungsfrei aufnehmen kann. Und die werden derzeit auch immer weniger. Das ist Wahnsinn. Ich habe keine Ahnung, was die alle am Rum-Hobby-Handwerken sind. Ich kann so die Begeisterung hinter Hobby-Handwerken sowieso nicht so wirklich verstehen. Ich glaube, wenn ich mal größere Probleme habe, lasse ich immer irgendwelche anderen Handwerker kommen. Da bezahle ich lieber ein bisschen mehr, statt mir selbst diesen Stress zu geben. Die Zeit kann man auch sinnvoller einsetzen. Nicht umsonst sagt man, Zeit ist Geld. Wäre das eine oder das andere. Ich bin dann doch zu faul in vielerlei Hinsicht, um so viele selbst machen zu wollen. Lord ist echt voll die Vernichtungsmaschine geworden. Maschine im wahrsten Sinne des Wortes. Hier wird noch ein bisschen ausgebaut. Eigentlich könnten wir jetzt schon mal ein bisschen weiter vorrücken. In Richtung der zweiten Basis der Space Marines. Und beim nächsten Mal kümmern wir uns dann wahrscheinlich tatsächlich um die Space Marines. Dann sind am Ende noch die Orks und Elder übrig. Die zwei ältesten Völker hier neben den Necrons. Das passt doch irgendwie, oder? Orks, Necrons und Elder sind die drei ältesten Völker hier im Warhammer-Universum. Wenn die sich als letztes auf die Mütze hauen, das hat irgendwie was. Also die drei ältesten Völker, die hier noch existieren und mitkämpfen. Die alten mal jetzt... nicht mit eingeschlossen. Deswegen. Tschüss, Tule. Ach, Rumgebore. Wie schön es doch sein kann, nicht wahr? Scouts. Habe ich schon mal erwähnt, dass mir Scouts einfach zu schwach sind hier in dem Spiel? Es sind trotzdem halb... Das haben wir ja schon mal erwähnt. Es sind trotzdem halbe Space Marines, die Bolter in der Hand haben. Wieso machen die so wenig Schaden? Aua. Aua. Lordi, hilf mal.
Obwohl, ich glaube, man muss nicht helfen. Ja, die machen da doch gut Schaden. Warum dauert das eigentlich immer so lang, bis die mal verstehen? Ach. Ach so, weil die sich oftmals auch wieder erholen. Verstehe. Jetzt ist alles klar. Ich brauche im Übrigen aber noch ein paar Extinktoren dazu. Nicht unbedingt. Irgendwie will Thule nicht aufgeben. Er ist immer da. Mehr Power. Na, wo sind meine Extinktoren? Die habe ich doch schon gebaut. Da sind sie. Wunderbar. Mit dazu. Als nächstes mache ich mal das verstärkte Energienetz. Ein Spieler ist immer noch nicht besiegt, oder? Krass. Die zögern das ziemlich weit hinaus. Oh, die können sogar auch beim Laufen schießen. Ich dachte, die müssen stehen bleiben. Ich habe eigentlich immer so gedacht, das sind so Devastoren in der Art. Hm. Oh oh, oh oh, alter Falter. Oh, das wird knapp. Boah. Meine Güte. Macht ihr das spannend hier? Nee, nee, lass den einfach. Schon würdern Landspeeder. Ihr habt das, wie die Space Marines auf die Landspeeder abfahren. Aber die sind auch gar nicht mal so schlecht. Das muss man sich echt vormerken. Klar gehen sie schnell kaputt, aber wie die Infanterie niedermähen, ist schon übel. Was habt ihr eigentlich immer gegen meinen Extern? Ach gut, der geht doch nicht nach oben. Der will sich jetzt doch mit Lordi messen. Okay. Ja, komm, das eine Mal schlägst du noch drauf. Wunderbar. Das ist doof und so. Ja, der steht auch wieder auf einfach. Ach, mir geht's ja eigentlich noch ganz gut und so. Diese gewisse Chance, dass Necrons wieder aufstehen, finde ich eigentlich schon ganz lustig. Landspeeder wieder. Dafür sind sie gegen Fahrzeuge fast nutzlos. Ich sollte mal Fahrzeuge bauen und so. Dafür bräuchte ich aber einen aktiven Monolith. Was haben wir nicht? No, die hat weiterhin Spaß. Finde ich wunderbar. Dem sollen seine Hobbys gegönnt sein. Aber ich habe Pariahs, mit denen können wir uns ein bisschen einlegen mit den Grey Knights. Oh oh, geh mal weg. Den juckt überhaupt nichts mehr, Lordi, mittlerweile. Es ist richtig übel geworden. Das ist halt das Problem, im Nahkampf können nur begrenzt viele Leute an ihn ran. Nur mit dem Fernkampf kann man ihm richtig viel Schaden zufügen, so einem Helden eigentlich. Und da er jetzt im Fernkampf sehr immun geworden ist, geht er nicht so schnell runter. Gegen die Tower hätte man das gebrauchen können, der hat den Holly so lange ausgehalten. Weil die Tower haben eigentlich bloß, ja, hier den großen Knarlock und die... Gut, die Krothunde sind auch schon nicht schlecht, aber die sind jetzt nicht so im Nahkampf passiert, die Tower. Nein, 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 nein. Och, kommt. Die kosten doch alle. Haben wir eigentlich? Ne, wir haben noch gar nicht verbessert. Hm.
Irgendwie werden es immer mehr, aber ich glaube, Lordi hat jetzt ein paar Probleme. Lordi, geh mal weg. Übel. Spätestens mit meinem zweiten Monolithen wird das alles besser. Die haben mich jetzt hier echt wieder überrannt. Schon böse. Wir haben nur 60%. Wir könnten doch mal ein bisschen mehr einnehmen. Allgemein könnten wir auch ein paar mehr Verteidigungstürme überall bauen, wo wir schon mal welche haben. Also wo wir hier schon mal Obelisken haben. Meine Fresse. Ihr wisst echt, wie man auf den Sack geht, oder? Na, super. Ich könnte jetzt mal wieder ein paar Einheiten bauen. Gar keine schlechte Idee, oder? Vor allem wieder ein paar Necron-Krieger. Lordi, wir brauchen dich wieder. So, uns bist du auch da. Uiuiuiui. Ich glaube, wir ziehen uns mal zurück. Die Warriors finden auch schon irgendwie einen Weg. So. Haben wir mal wieder ein bisschen was. Und verbessern nochmal. Danach Extinktoren. Und eine Gruftspinne. Du gehst mal hier zu den Space Marines. Gerade wo ich Verteidigung aufbauen wollte. Grrr. Die haben immer ein Timing, es ist unglaublich. Beeilt euch mal ein bisschen. Gut, die hier werden eigentlich ganz gut aufgehalten. Eigentlich können wir noch einen dritten Monolithen gebrauchen. Komm, mach mir noch einen dritten Monolithen, bevor ihr irgendwas anderes macht. Hier mal. Wisst ihr, die haben eigentlich kaum was zum Aufdecken. Wenn wir den Schneider der Finsternis machen, dürfen wir denen damit ordentlich auf den Sack gehen. Oh oh, Cybot. Das könnte böse werden. Kriege ich jetzt endlich mal den Schneider der Finsternis. Der Extinktor, ne, das dauert noch ein bisschen. Aber ich habe Pariahs da. Gut, gleich ist noch mehr Verstärkung hier. Das Ganze zieht sich aber doch ein bisschen länger als geplant. Hi, Grey Knights. Haben die sich hier echt wieder aufgebaut. Ist nicht dermaßen nervig. Du guckst nochmal runter. Die haben sich bestimmt hier wieder irgendwo aufgebaut. Lordi muss hier gerade echt mal einen auf Einzelkämpfer machen. Der kann's ja auch. Hier unten mal wieder aufbauen.
Die haben hier irgendwo noch eine Basis über. Das ist gerade ziemlich viel Micromanagement hier. Ne, hier nicht. Die müssen sich irgendwo hier wieder aufgebaut haben. Energiekern. Und hier hinten bitte mal noch so ein Ding. Ach, hallo Gruftspinnen. Schön, dass ich euch jetzt auch mal sehe.